Schauen wir mal. Irgendwo oben. Anscheinend nicht. Ach, gibt's doch nicht. Muss irgendwo sein. Ja, das ist klar. Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Ah. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Ja. Das sind nämlich hier die Spuren. So, er ist hier hochgegangen. So, da muss er doch irgendwo. Aha. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Tja. Sieht das hier ein bisschen schwerer alles irgendwie. Da ist noch was. Das sieht man nur schwer. Ah, hier geht's her. Rüber. Hier hoch. Da war wieder der. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Tja. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Tja. So, wir werden jetzt aber mal das Nekrophagenöl verwenden. Ist noch drauf. Egal, da kann man ein bisschen frischer machen. So, gucken wir mal. Was er so alles Schönes hier hat. Und ob man ihn auch so findet. Ja, leere Flaschen sind immer gut. Armbrust, Lederbänder, Kronen. Dimitriumerz. Nehmen wir doch alles gerne. Was haben wir hier Schönes? Notizen. Von wem die wohl sind? Tja. Verschlossen. Wo haben wir den Schlüssel für? Okay. Tja, das sieht so aus, als müsste ich nach unten. Da liegt noch was rum. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Million repariert. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall unseren Druckwelle. So, wir wollen aber wieder Feuer haben. Und eine Runde Katzenauge. Na, ja, komm mal her, Kleiner.
Da musst du schneller sein. Nein! Halt! Tu ihm nichts! Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Das geht leider nicht. Was soll dieser Unsinn? Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein! Tu ihm nichts! Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Lauf! Tut mir leid, dass es so enden musste. Ja, ich wollte es auch nicht, aber ich konnte es nicht, die Lebenden, dafür Werwolffutter gehen, Werwolfsspeichel. Und der Schlüssel für oben, für die Kiste wahrscheinlich. So, gucken wir mal, was hier noch so gibt. Vielleicht habe ich was übersehen. Aber man sieht schon, im ersten Kampf habe ich verloren. Das macht ziemlich viel her. Wolfsband ist in der Wolfshöhle. Ist auch sehr makaber, aber naja, egal. Rohes Fleisch können wir mal grillen. So, gehen wir mal raus. Und gucken mal, was in der Truhe noch ist, die er abgeschlossen hat. Oh, eine Jägerhose, Silbererz und Schiedals Rüstung, ein Schema. Gucken wir uns mal an. Oder vielleicht können wir auch die Hose gebrauchen. Ist die Hose sogar besser? Die ist, glaube ich, sogar besser als unsere jetzige Hose. Auf jeden Fall, denke ich mal, die besser ist. Rüsten wir die mal aus. So, wir haben aber noch ein Schema gekriegt. Das Schiedals Rüstung. Mal gucken, Armbrust, Handschuhe, Stiefel, Schema, was ist denn? Skellige Garnison? Was ist denn Schiedals Rüstung? Dunkelstahlbarren. Handschuhe. Ja, die kann ich noch nicht tragen, deswegen bringt die jetzt zu bauen. Aber muss irgendwie die Rüstung sein. Schatzjägermaschen. Stufe 8. Wäre auch nicht schlecht, wenn die mal bauen. Die können wir sogar bauen. Da, Schiedals Rüstung.
Zutaten fehlen. Schummel fehlen schon sich. Leichte Ausrüstung, erhöhte Rüstungswert. Gut, wenn wir mal nachher probieren. So. Reden wir mal mit dieser kleinen, dummen Tusse. Wenn ich das noch kann. Ja, anscheinend nicht. Okay. Ist jetzt die Quest beendet oder muss ich noch irgendwo abgeben? So. Treffen wir warum? Nehmen wir? Ja, die Schreine soll man reparieren noch. Will ich aber auch nicht. Ja, da haben wir noch ein paar andere Sachen offen. Hanna aus den Wäldern. Okay, müssen wir nach Mittelhain. Mit dem Dorfältesten sprechen. Schwarzsteig. Da haben wir Mittelhain. Mal dann noch gucken. Unser Auftrag mal abgeben. So, jetzt müssen wir aber erstmal folgen. So. Okay, das ist. Wollen wir mal mit ihm reden? Na komm. So, Alter. Du bist also dieser Weiße? Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Wenn die guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Okay. Ich hab das doch jetzt gemacht nochmal. Naja. Ich hab vielleicht eine andere Quest. Glaube ich nicht. Naja, wir machen mal. Reden wir mit ihr. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich hab sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich hab sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Okay. Dann gucken wir mal die Felder. Das ist ein Geist, der wahrscheinlich.
So, gucken wir mal. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Da sind Spuren. Sind Wölfe. Oh, haben wir hier. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Okay. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief. Okay, lesen wir mal den Brief. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bukai hast. Aber ich fürchte ihn. Es sagt, dass er mich liebt. Doch es ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bukai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort, deine Zula. Okay. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Tun wir das. Mal gucken, was er alle so hat. Hey, muss hier nicht rein, doch da oben. So, dann fragen wir den mal einfach. Du bist also dieser Weiße? Sei gegrüßt. Was willst du? Zula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Wir sind beide verschwunden. Einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Zula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Zula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Zula, gütige Götter. Nicht einfach. Überhaupt nicht. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Gut, wir gucken uns mal nochmal das Klosar an. Bei einer Erscheinung. Was sind da nochmal Geister? Erscheinungen. So. Geisteröl. Das Hildenzeichen. Und das Queenzeichen. So. Wir gucken, ob wir Geisteröl noch herstellen können.
Geisteröl. Zutaten fehlen. Was fehlt denn? Uns fehlt Arenaria. Haben wir das denn nicht noch? Geisteröl. Nee, haben wir leider nicht. So, haben wir eine Klosar-Karte nochmal für Alchemie. Alchemie ist ja normalerweise hier, ja, mein Pferd. So. Ja, der Weidler wird uns nicht mehr helfen, glaube ich. Hm. Ja, da muss es so gehen. So, das Quinn-Zeichen. Für die magische Falle. Nehmen wir gleich mal Quinn. Entschuldigung.